Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal meinen alten Computer von IBM mit dem Betriebssystem Windows 3.1. Und den hatte ich in den 90er Jahren. Und so sieht er aus und der ist betriebsbereit und jetzt schalte ich ihn mal ein. Mal sehen, ob er ordnungsgemäß hochfährt. Das ist jetzt alles ungeschnitten. Also man soll F1 drücken. Habe ich getan. Das war jetzt nicht ganz original so, aber seit einiger Zeit irgendwann kam das dann so. So ist ein Computer in den 90er Jahren hochgefahren. Ach, jetzt hat DOS geöffnet. Muss ich erstmal gucken. F10. Ah, F10 geht Datei. Enter. Öffnen. Beenden. Ich will ja Windows starten. Hab's schon wieder vergessen, wie das ging. So, und jetzt muss man hier Win eingeben. Dann wird Windows gestartet. Windows 3.1. 1985 bis 92 war das Betriebssystem. Und das Hintergrundbild habe ich mal gemalt. So, jetzt ist der Programmmanager geöffnet. Und dann zeige ich mal, was ich für Programme dort hier drauf habe. Das hier ist übrigens der hier. Und jetzt bemerke ich zum ersten Mal, dass die Anzahl der Krallen nicht stimmt. Der hat nur 2 überall und hier hat er 3 überall. So, und jetzt gab es hier verschiedene Programme. Ich öffne mal ein paar davon. Zum Beispiel hatten wir hier den Rechner. Und da kann man jetzt rechnen. 44 mal 66 ist gleich 2904 geteilt durch 541. Ja, ganz normaler Rechner. Schließen. Kalender. Kann man hier eine Notiz einfügen und dann die Datei abspeichern. Das Datum steht jetzt gerade total falsch. Ich ändere das jetzt mal. Ich gehe mal auf die Systemsteuerung. Da haben wir hier Datum und Uhrzeit. Da kann ich hier ganz einfach die Jahreszahl ändern. Heute ist der 20. Oktober und die Uhrzeit ist 19 Uhr und 24. Okay, hier kann man auch was über die Tastatur ändern. Verzögerung, Wiederholrate. Hier die Maus. Mauszeigergeschwindigkeit erhöhen.
Okay. Dann hatte ich hier zum Beispiel eine Uhr. Ja, also das waren die Sachen, die man früher am Computer gemacht hat. Warum auch immer. Datum Uhrzeit. Stimmt. Jetzt kann ich mir die Uhrzeit angucken, wie sie weiterläuft. Das war früher was Besonderes. Und hier gibt es zum Beispiel noch einen Editor, wo man einfach nur etwas schreiben konnte und dann abspeichern oder öffnen. Änderungen speichern, nein. Ich will eine Datei öffnen erstmal. Und da hatte ich schon irgendwelche Dateien angelegt, die gar nicht mal so alt sind. Hier zum Beispiel vom Jahr 2000, 2001 noch. Tage, an denen Schnee gelegen hat. Das hier ist zum Beispiel Bright. Ist das Vorgängerprogramm von Word. Ich öffne das mal. Und da konnte man einfach was schreiben und abspeichern als Dokument. So, dann gab es damals schon Solitär. Und da kann man dann hier, habe jetzt vergessen, wie das funktioniert. Ach nee, man muss die hier irgendwie sortieren. Frag mich nicht wie. Also König, Dame, Queen, nee, Königin. Und dann geht das dann rückwärts mit den Zahlen, immer im Wechsel rot, schwarz. Und dann, ja, aber das, also früher konnte ich das mal. Auch noch so ein altes Spiel ist dieses Minesweeper. Da wird an den Zahlen angegeben. Ah, ich bin auf eine Bombe getreten, Mist. Wie viele Zahlen, wie viele Bomben, wie viele Minen ringsherum um dieses Feld irgendwo sind. Oder man muss die finden, wo keine Mine ist. Weil wenn jetzt hier eine 3 ist, dann muss hier irgendwo in 3 der ringsum liegenden Feldern eine Mine sein. Also ist das mit Sicherheit schon mal eine. Ich kann ja mal testen. Nein, das ist nicht. Ja. Dann ist das bestimmt eine Mine. Ja, genau. Man muss versuchen, die Felder zu betreten, auf denen keine Mine ist. Dann gibt es hier noch Paintbrush. Der Vorgänger von Paint. Und hier hat man verschiedene Optionen. Mach mal Vollbild. Um ein Bild zu malen, kann man die Strichstärke einstellen. Farbe. Jetzt male ich mal was. Ja, also da konnte man hier was malen. So. Gelb. Und noch etwas Grün dazu. Und das ist mein heutiges Kunstwerk. Kann man das dann abspeichern? Schneidet jetzt immer ein bisschen ein paar Sekunden raus, weil das so lange dauert. Jetzt versuche ich mal die Datei zu speichern. Mal sehen, was passiert. Habe ich genannt Gekritzel. Will nicht speichern. Na, dann muss ich es heute mal lassen. Also speichern geht gerade irgendwie nicht, aber ich versuche mal eine andere Datei zu öffnen. Haben wir es ja mal gefilmt. Und zwar die Datei heute. Mal sehen, was ich da mal gemacht habe. Heute ist der 11.12.2013. Also das war wahrscheinlich der Tag, an dem ich das letzte Mal hier an dem Computer dran war bis jetzt. Aha. So, dann gab es hier noch zum Beispiel Hauptgruppe, Druckmanager, Zwischenablage, MS-DOS, Eingabeaufforderung, Windows Setup. Fragt mich nicht, was das alles ist. Windows Setup.
Ja, keine Ahnung, wozu das gut ist. Zubehör, Terminal, Recorder, Kartei, Objektmanager. Zeichentabelle, Medienwiedergabe. Also für mich ist das alles aus heutiger Sicht total unbrauchbar. Ich wüsste gar nicht, was ich damit machen soll. Kartei. Kann man auch wieder irgendwas eintragen, eine Karteikarte erstellen. Mal sehen, was Recorder ist. Gar nichts. Und das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Terminal. Wieder irgendwie so ein Programm, wo man irgendwas. Nee, da funktioniert überhaupt nichts. Ja, also so war jedenfalls früher der Computer. Kann man nicht viel machen. Klangrekorder. Also tut mir leid für das langweilige Video, aber. Aha. Kein Klangtreiber installiert. Ach ja, und übrigens, der ganze Computer ist nicht kompatibel mit heutiger Technik, denn ich habe hier nur ein Diskettenlaufwerk und auf heutigen Computern gibt es kein Diskettenlaufwerk mehr und dieser Computer hat keine USB-Buchse, also keinen USB-Anschluss oder Kartenanschluss oder irgendetwas in der Art, auch keine CD. Kein CD-Laufwerk und deswegen kann es keinen Datenaustausch zwischen diesem Computer und heutigen Computern geben. Ich hatte hier einfach mal den Dateimanager und Systemsteuerung bei Programmmanager Spiele mit reingetan irgendwann, damit ich alles, womit ich irgendetwas anfangen kann, auf einem Haufen habe. Und jetzt öffne ich nochmal den Dateimanager und damit verabschiede ich mich und dann tschüss und bis zum nächsten Video. Und hier gibt es ein paar Spiele. Blitzer, Blockbrecker, Chomp, Emlis, Hyperoid und was sich dahinter verbirgt, das zeige ich im nächsten Video. Also dann tschüss und bis bald. Datei Windows beenden. Hiermit beenden Sie Ihre Windows-Sitzung. Okay. Und jetzt kann man manuell die Computer ausschalten.